relaxen und einfach die Sonne genießen. Recht hat er. Für Christian Reif, den deutschen Weitsprungstar, war es ein anstrengendes, aber dafür auch sehr erfolgreiches Jahr. Den Urlaub hat er sich verdient. Europameister im Weitsprung 2010 und Erster der Weltjahresbestenliste mit 8,47 Meter. Ein perfekter Sprung in Barcelona, oder? Naja, zumindest war es der perfekte Ausgang, der perfekte Wettkampf. Der perfekte Sprung war es noch nicht ganz, aber der perfekte Wettkampf eigentlich auch. Also so besser hätte ich es nicht machen können, besser kann man es eigentlich kaum machen. Die Konkurrenz hatte wahrscheinlich schon nicht mehr mit mir gerechnet und dann springe ich vom ersten Versuch, der ungültig war, dann 7,87 auf 8,47, also steigere meine momentane Leistung um 60 Zentimeter. Das ist natürlich ein Schock für die Konkurrenz. Und Christian Reif will noch mehr. Seine Ziele für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Südkorea sind ambitioniert. Wenn ich jetzt tief stapeln würde, würde ich sagen, ja, ich möchte mal so in den Endkampf kommen. Aber als Europameister, als Weltjahresbester von 2010 sollte man sich 2011 auch schon Ziele setzen, denke ich. Und die sind auch nicht so ganz unrealistisch. Also wenn alles klappt, wenn ich fit bin, dann ist das ein sehr realistisches Ziel, da auch um die Medaillen mitzuspringen. Bei dem 26-jährigen Sportstudenten läuft zurzeit alles rund. Was ist das Geheimnis seines Erfolges? Naja, ich bin, denke ich, ein sehr fröhlicher Mensch. Also versuche immer viel Spaß zu haben bei allem, was ich tue, vor allem auch beim Sport. Also es ist mir ganz wichtig, dass ich da nicht so verbissen in den Wettkampf gehe, sondern immer noch am Ende, dass der Spaß dann auch im Vordergrund steht. Da bin ich sehr ehrgeizig. Das bringt aber der Sport auch mit sich. Also ich kenne kaum einen Sportler, der nicht ehrgeizig ist. Es gibt keine Sportler, die nicht ehrgeizig sind. Der Mann aus Rheinland-Pfalz ist für jeden Spaß zu haben. Er ist selbstbewusst und vielleicht auch ein bisschen verrückt, wie er selbst sagt. Bei allem Erfolg, die Bodenhaftung hat Christian Reif nicht verloren. Der Weitsprung-Europameister führt momentan ein Leben auf der Überholspur.